Willkommen im Wunderwerk. Schön, dass ihr einschaltet. Ich darf bei uns unseren Gast begrüßen, die Irene Benz. Sie war ja vor kurzem Gastsprecherin bei unserem Befähigt Online-Vortrag mit dem Thema, wie kann man in schwierigen Zeiten stark bleiben. Der war exzellent, den könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal Wunderwerk Wien nachhören. Mir ist nachher dann noch die Frage gekommen, wie geht es eigentlich den Kindern und Jugendlichen in dieser Krise? Und deswegen habe ich sie heute wieder eingeladen, damit sie uns ihr Expertenwissen da einfach auch mitteilt. Gerade in den Medien hören wir ja, besonders in der letzten Zeit, dass Kinder und Jugendliche mehr zum Thema gemacht werden. Sie sind seit fast einem Jahr kaum mehr in der Schule, beziehungsweise haben sie Schichtbetrieb. Sie sind mit Homeschooling konfrontiert oder auch Lockdown mit Maßnahmen, die wir bis dahin nicht gekannt haben. Wir reden von einer Bildungslücke, aber man liest auch immer mehr, dass Jugendliche wirklich Depressionen haben. Ja. Irene, du bist jemand, der sehr viel Einsicht in die Familien hat. Deswegen meine Frage an dich, wie geht es unseren Kindern und Jugendlichen? Ja, also zunächst mal hallo Birgit, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, wie geht es unseren Kindern und Jugendlichen? Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr bunt durchzogen. Also ich beobachte sozusagen zwei Richtungen, die einen, die es sogar ein wenig genießen, aber das sind eh die Jugendlichen, die prinzipiell eher vielleicht auch Schwierigkeiten in der Schule hatten. Ja? Also da fällt dann sozusagen Mobbing oder Stress zwischenmenschlicher weg. Ja? Die genießen es sogar ein wenig. Also ich kenne auch solche Jugendlichen. Das ist aber, glaube ich, eher die Minderheit. Ja? Die Mehrheit der Jugendlichen, und da rede ich jetzt 14 aufwärts so ungefähr grob, ja, leidet natürlich schon. Ja? Es fallen die ganzen Peer-Group-Möglichkeiten weg, Sportmöglichkeiten, Musikmöglichkeiten. Es fällt wirklich viel weg. Ja? Und das ist einerseits sehr hart und andererseits sind wir gefordert. Also ich denke mal, so wie in jeder Krise müssen wir uns da, glaube ich, ganz massiv überlegen, hey, worin wollen wir wachsen in dieser Zeit? Also was kann vielleicht auch die Chance sein? Also immer wieder, ich lade immer wieder ein, die Familien, auch die Jugendlichen selber, hey, schau hin, was kannst du auch lernen? Was kannst du auch mitnehmen? Und wie willst du zurückschauen auf diese Zeit? Mhm. Da hat wahrscheinlich jetzt jede Altersgruppe die eigenen Wachstumspotenziale oder auch Herausforderungen. Ja. Gerade Familien mit kleinen Kindern, die halt viel am Spielplatz sind, werden vielleicht jetzt auch nicht mehr so diese Chance haben, soziale Kontakte zu knüpfen und Soziales zu lernen. Mhm. Also da heißt es vielleicht, warte, bis niemand mehr bei der Rutsche ist, bevor du rutschen darfst. Also es geht sehr in den Individualismus hinein. Ja. Schulkinder, eben wie gesagt, sind mit ganz anderen Dingen konfrontiert. Und auch weil die Freunde wegfallen, ist es vielleicht dann auch schwieriger, sich vor der digitalen Welt wirklich zu schützen. Ja. Vielleicht fällt man da noch mehr hinein. Und gerade Jugendliche, die ja eigentlich einen Loslöseprozess von den Eltern starten, sind ja eigentlich ausschließlich mehr mit den Eltern zusammen. Ja. Mhm. Und stellen sich vielleicht auch die Frage, ja, was kann ich noch werden? Welche Berufsmöglichkeiten bleiben mir? Wie geht das mit dem Studium, Arbeitssuche? Aber auch, wie finde ich im Lockdown einen Partner? Mhm. Ja? Mhm. Kannst du uns Eltern vielleicht spezifisch auf diese Altersgruppen Tipps geben, wie wir das ausgleichen? Ja. Ich versuche, ja. Ja, also ich meine, fangen wir mal vielleicht an mit den kleineren Kindern. Ja? Wir können sozusagen so hinaufgehen ein wenig. Also mit den kleineren Kindern, ich glaube, also oder allgemein gesagt, ich glaube, es ist ganz wesentlich, in jeder Krise sind Strukturen. Ja? Strukturen brechen außen weg, also braucht man noch mehr innere Strukturen, an die sich jeder ein bisschen halten kann. Was meine ich damit? Ja? Also dass man zum Beispiel möglichst halbwegs fixe Essenszeiten einplant, wo dann alle am gemeinsamen Mittagstisch sitzen. Ich würde unbedingt empfehlen, das mache ich selber mit meinen Kindern, also meine sind jetzt 11, wir haben Zwillinge, wir gehen jeden Tag hinaus. Also das ist ein Fixprogramm. Ja, gemeinsam, ich habe schon Wege entdeckt, die kannte ich vorher gar nicht. Und ich muss ehrlich sagen, das finde ich auch schön. Also das ist auch die positive Seite. Also wir gehen jeden Tag fix an die frische Luft. Ja. Natürlich muss man ein bisschen kreativer werden. Ja. Und sich vielleicht irgendwelche Spiele überlegen, mal einen Ball mitnehmen, ein Frisbee, was auch immer. Ja. Und ich würde auch einladen, kleine Kinder, Mittelalter Kinder,
unbedingt auch vielleicht mal Freunde dazu holen. Man kann sich ja draußen treffen. Also wir haben das so gemacht, dass wir mindestens zweimal in der Woche treffen wir uns dann einfach im Park irgendwo. Mhm. Ja? Und dann nimmt man einen Tee mit in der Thermoskanne, ein paar Jausenbrote, mhm. Lebkuchen soll ganz gut ziehen, also bei uns zumindest, irgendwas Süßes. Und dann, ja, und dann verbringt man eigentlich einen Nachmittag draußen. Also ich glaube, es ist eher, aus meiner Sicht ist es viel die Einstellung. Ja? Mhm. Also man kann jetzt sagen, es ist furchtbar, es ist schlimm und ja, es ist neu, es ist herausfordernd, aber ich glaube, es steckt wirklich viel Möglichkeit drinnen. Also Strukturen, wichtig, rausgehen einmal am Tag, absolut, auch für die Jugendlichen. Also ich finde, die sollten auch ganz klaren Strukturen, Plan haben, da komme ich später noch dazu. Und Brettspiele spielen, also wir haben jetzt wieder angefangen am Abend, spielen wir mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde Brettspiele, mhm. was ich eigentlich total genieße. Cool. Ja. Und ja, und natürlich Zeiten für sich einteilen. Also gerade die gestressten Mütter, wenn man vielleicht noch daneben arbeiten muss und mit dem Laptop und die kleinen Kinder und den Herd umrühren, es ist wahnsinnig viel, ist keine Frage. Also ganz gezielt vielleicht so 5 Minuten Pausen, wo man mal tief durchatmet und sagt so, okay, da habe ich jetzt auch mal meine Ruhe. Es gibt Videos, es gibt Hörbücher für die Kleineren. Also ich glaube, man kann wirklich, also wir haben das auch gemacht, viele Hörbücher runterladen und die Kinder mal vielleicht eine Dreiviertelstunde für ein Hörbuch setzen. Es muss ja nicht immer ein Videospiel sein. Ja? Mhm. Oder wieder zeichnen. Ja? Also es braucht viel Kreativität. Ja? Oder ja, also ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Bei Schulkindern ist es natürlich wieder ein bisschen anders. Ja? Aber ich selbst da glaube ich, Struktur, Struktur, Struktur. Ja? Den Kindern klar machen, hey, wir gehen da jetzt durch gemeinsam. Vielleicht auch gemeinsam beten dafür, also den Tag gemeinsam starten mit Gebet und sagen, hey, wir sind ein gutes Team, wir schaffen das gemeinsam, wir wollen wachsen an dieser Zeit. Ja? Und vielleicht immer wieder auch gemeinsam schauen, hey, was ist uns wichtig in der Zeit, wie wollen wir darauf zurückschauen gemeinsam. Ja? Das, bei Jugendlichen ist dann wieder ein bisschen anders, also ich glaube, die brauchen, also da würde ich sagen, hey, schaut drauf, dass ihr neben all dem Laptop-Ding, ja, aufsteht zwischendurch, kleine Bewegungspausen macht. Vielleicht auch gemeinsam kleine Bewegungspausen machen, ja, wenn die das wollen. Ja. Und sich bitte auch treffen mit Gleichaltrigen. Mhm. Also ich finde, das ist sonst einfach fast nicht tragbar, ja, mhm. sich nicht zu treffen. Ja. Ja. Also, und ich meine, es gibt heutzutage Schnelltests, also wir haben das auch so gemacht, dann testet man vielleicht jemanden und dann kann der zu einem kommen. Ja. Ich finde, alles andere ist über Monate eigentlich nicht tragbar. Ja. Also die brauchen ihre Peers, die brauchen ihre halbwegs gleichaltrigen. Ja? Mhm. Da muss man ein bisschen kreativ sein. Ja? Also vorher einen Test, dann einladen oder eingeladen werden oder sich im Park treffen. Mehr Outdoor-Aktivität, nicht nur Handy. Ja, ja. Ich finde das eigentlich auch gut, also wenn man es so betrachtet. Ja. Was würdest du jetzt zum Beispiel Familien raten, wo die Eltern selber noch keine Struktur haben? Also wie kann man als Elternteil jetzt für sich mal Struktur finden, damit man die Struktur weitergibt, ja. Also ich glaube, das sind so, es gibt so drei Säulen, ja. Körper, Seele, Geist, jetzt ganz versimpelt, ja. Also der Körper braucht was am Tag, da habe ich schon gemeint, einmal fix rausgehen. Wenn es geht, vielleicht die ganze Familie, wäre super. So 4 Uhr, wenn vielleicht Homeoffice zu Ende ist und die Schule auch quasi, dass man gemeinsam hinausgeht, fix, ja. Also für den Körper was macht, zwischendurch kleine Bewegungspausen, ja. Sich eine Springschnur kaufen oder was auch immer, ein bisschen kreativ sein. Dann halbwegs fixe Essenszeiten. Also man sagt, hier, wir essen gemeinsam Mittag und wir essen gemeinsam Abend. Ist für viele Familien wahrscheinlich neu. Ja? Mhm. Weil da kommt einer daheim, einer dort, der eine ist im Büro, der andere ist in der Kantine, der eine geht zu McDonald's, keine Ahnung. Vielleicht das auch eine Chance sehen, also zu sagen, hey, wir legen die Handys beim Essen in ein Körbchen, die haben nichts verloren. Und wir machen uns aus, um 12:30 circa sitzen wir alle am Mittagstisch gemeinsam. Ja? Und das probieren wir mal aus, wie es uns damit geht. Ja, ist vielleicht ein bisschen ungewohnt, wenn man das jetzt noch nicht hat. Also die Eltern sind das Vorbild natürlich. Die Eltern ziehen voran. Ja? Mhm. Und die Jugendlichen, normalerweise folgen sie, wenn wir quasi die Leitwölfe sind, ja? Dann folgen die Jugendlichen und die Kinder nach. Ja? Das ist wichtig. Für den Geist vielleicht wirklich gemeinsam in der Früh eine kurze Andacht machen, ja, das muss ja nicht lang sein, ja, also zu sagen, hey, und dann schwärmt jeder in sein Zimmer oder in die Küche, ja, oder wo immer hin.
ist, dass man gemeinsam startet und gemeinsam die Essenszeiten macht. Ich glaube, das wäre so eine Umrahmung und die Bewegungseinheit vielleicht, dass man gemeinsam rausgeht. Mhm. So, wenn jetzt Eltern merken, mein Kind verändert sich, es verliert die Lebensfreude oder auch den Antrieb, ja, es wirkt depressiv, es sperrt sich im Zimmer ein, was kann ich tun, also damit ich es wirklich gut erkenne? Wie kann ich sensibilisiert sein und was tue ich dann, wenn mir das auffällt? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Danke, Birgit. Das kann durchaus so sein und das passiert auch immer wieder. Also ich kenne einige Jugendliche, die wirklich sehr, sehr leiden auch unter der Zeit. Also ich denke mal, ganz auffällige Dinge sind zum Beispiel, dass der Schlaf komplett aus dem Ruder gerät. Ja? Also, dass man vielleicht überhaupt nicht mehr gescheit einschlafen kann, dass die Jugendlichen nicht mehr runterkommen, weil sie ständig stundenlang vor diesem Kastel sitzen. Das ist ja auch eine Strahlung und so weiter, die Gruppe und die Klasse einfach fehlt, ja, und teilweise auch zugeschüttet werden mit unfassbar vielen Aufgaben. Ja. Das übermäßig ist aus meiner Sicht manchmal. Also wenn mir das auffällt, dann bitte beobachten, wenn es länger als 3 Tage dauert, dann unbedingt vielleicht einen Arzt kontaktieren. Das kann auch mal der praktische Arzt sein zum Beispiel, dass ich mit dem Kind, mit dem Jugendlichen wirklich zum Arzt gehe. Ja. Mhm. Weil Schlaf ist so grundlegend und wenn das aus dem Ruder kommt, dann kann man sich nicht mehr konzentrieren, dann hinkt man hinten nach mit der Schulleistung und so weiter und dann ergibt eins das nächste. Also Schlaf ist ganz massiv, wenn sich beim Appetit was verändert, also wenn der oder diejenige auffallend fast nichts mehr isst oder extrem viel isst, ja, und wenn die Stimmungsschwankungen einfach noch wesentlich stärker sind, als es ein Jugendlicher eh normalerweise hat. Mhm. Ja. Also wenn man da auffällt, hallo, null Antrieb, ja, also ich mag nicht, frustriert in der Früh schon, nicht aus dem Bett kommen, ja, dann kann man durchaus und wirklich in Erwägung ziehen, und das empfehle ich wirklich, wirklich auch einen Facharzt aufzusuchen. Es ist völlig normal, ja? Es ist nichts Schlimmes. Man kann mit einem leichten Antidepressivum, ja, den Jugendlichen super helfen, dass die wieder in die Gänge kommen und wieder ihre Dinge tun. Ja? Mhm. Und es ist heutzutage, gibt es wirklich gute Medikamente, die auch nicht abhängig machen, die man vielleicht nimmt, bis einmal das Schlimmste vorbei ist, bis in den Frühling, und dann kann man es wieder absetzen. Ja? Also muss man sich so vorstellen wie einen Gips, der hilft und unterstützt vielleicht einen Fuß, der gebrochen ist, und dann gibt man ihn runter und dann kann man wieder weitergehen. Also so würde ich sagen. Also ich nehme mal an, dass du solche Jugendliche auch in deiner Praxis hast. Ja, durchaus. Ja. Was wünschen sich diese Jugendlichen von ihren Eltern oder was brauchen sie von ihren Eltern? Was brauchen sie von ihren Eltern? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, auch wenn sie vielleicht ein bisschen stachelig wirken, wie es Jugendliche so tun, des Öfteren, einfach doch so fixe Zeiten, wo man einfach da ist und sagt, hey, magst du mal einfach erzählen, wie geht's dir? Ja? Aber das kann nicht zwischen Tür und Angel sein. Jugendliche sind da extrem sensibel. Ja? Wenn sie merken, die Mama, der Papa sind im Stress, ja, dann öffnen sie ihr Herz nicht. Ja? Also es ist gar nicht so, sie müssen merken, hallo, die Mama oder der Papa hat jetzt wirklich Zeit und ist nicht schon mit der Uhr irgendwo schon wieder im nächsten Meeting, ja, sondern dieses, sie wünschen sich eigentlich tiefes Verständnis, egal, wünschen wir uns alle, aber ein Jugendlicher braucht es natürlich besonders, dieses Hey, dieses Validieren nennt man das, das Wertschätzen und Würdigen, es ist gerade sehr schwer und ich finde das großartig, wie du das schaffst, also auch diese Wertschätzung auszusprechen. Ja. Ich finde großartig, was du da leistest, weil es ist eine besondere Zeit und es ist eine Zeit, die gab es so noch nie und du bist da jetzt ein bisschen die Vorkämpferin und einfach alle die guten Dinge sehen, die der oder diejenige wirklich gut macht und das auch benennen. Ja? Also nicht nur schauen, paar Schulnoten werden schlechter und Panik schieben zu Hause, sondern Verständnis, explizit Zeit, vielleicht mal eine Runde um den Häuserblock gehen gemeinsam, eine Hand auf die Schulter legen und sagen, hey, du schaffst es, ja, bin stolz auf dich, ja, ich meine, das brauchen wir alle mal, aber gerade ein junger Mensch in so einer Zeit braucht es vielleicht nochmal stärker. Ja, danke, also wir sind ja alle in einer Situation, die wir noch nicht gekannt haben, niemand hat uns vorbereitet, wir sind einfach in einer Krise und in ein paar Jahren gibt es sicher Bücher, die uns richtig dann weise Ratschläge geben würden. Genau. Vieles ist ja verborgen in der Familie, ja, also Tragödien und Krisen. Ich habe das Gefühl, man muss neue Wege gehen und vieles kennt man noch gar nicht, man weiß es nicht. Ja. Du hast es viele praktische Ratschläge gegeben. Gibt es so einen Rundumschlag oder irgendwas, wo du sagst, ja, nützt das, damit ihr eure Familienstärken erkennt? Hast du da ein konkretes Tool oder eben diese
weil es eben so belastend ist, ein Tool, wie kann man Spaßräume schaffen und Erholungsräume als Familie, weil nie zuvor hatten wir als Familie so viel Zeit. Das stimmt. Ist ja wieder was Positives. Gibt es da irgendwo so ein Wundertool? Oh, das hätte ich auch gerne. Auch. Aber eine gute Frage, natürlich. Also ich gehe immer so, sozusagen mein Krisenansatz ist von innen nach außen. Ja? Das heißt, ich kann noch so viele außen gute Dinge tun, wenn ich innen eigentlich rebelliere gegen diese Zeit. Ja? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich mein Herz öffne und sage, oh, wir gehen da durch und mit Gottes Hilfe ist das wirklich zu bewältigen und wir können daran wachsen. Ja? Also dass wir dieses Rebellieren aufgeben, dass es jetzt so ist. Also ich stelle bei vielen Leuten fest, wir sind Corona-müde. Ja, ist klar. Ja? Aber ich glaube, wir dürfen uns immer wieder diese Kraft schenken lassen. Hey, ich meine, wir haben alles, was wir brauchen. Wir hungern nicht, wir frieren nicht. Wir haben, es ist unangenehm, man kann nicht ins Theater gehen, man kann mit den Kindern nichts unternehmen. Aber ganz ehrlich, was haben die gesagt, die 1945 gelebt haben? Also ich habe mit meinen Kindern da vor kurzem gesprochen und habe gesagt, hey, da ist man rausgegangen, es gab nichts zu essen. Mhm. Man konnte nicht zum Merkur fahren und sich leckere Sachen einkaufen. Mhm. Ja, also auch zu sehen, sei dankbar in allem. Also ich glaube, das ist dieser Kern, dieses auch in dem jetzt dankbar zu sein. Und wenn ich diese Haltung einnehme als Eltern, dann wird sich das auf meine Kinder auswirken. Ja? Und dann kann ich sagen, hey, wie gestalten wir das gemeinsam? Also wir kreieren gemeinsam neue Räume. Und da heißt es viel Gespräch vielleicht einführen. Das wäre vielleicht ein Wundertool. Ein fixes Gespräch, eine Familiengesprächszeit, ja, einmal in der Woche. Macht man vielleicht so etwas wie eine Familienkonferenz und sagt, hey, wie geht's uns gerade? Jeder, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's mir? Und was können wir vielleicht die Woche machen? Ja? Dann vielleicht Musik auflegen mal, also sagen, gibt es Wünsche, kleine Verrücktheiten. Ja? Also vielleicht eine kleine Tanzparty am Abend mal oder wir machen einen Nachtspaziergang oder einfach kreative Dinge tun, die man sonst nicht macht, weil so viele Dinge zu tun sind. Ja? Also wir haben mehr Freiräume, die vielleicht auch nützen. Ja? Also schauen, was halt Spaß macht gemeinsam. Ja, vielen Dank. Also das mit der Familiendisco, das nehme ich mir jetzt ganz sicher mit und alles andere auch. Mhm. Vielen Dank, dass du da warst. Es war sehr lehrreich und ich glaube, ich lade dich zu einem nächsten Thema gleich wieder ein. Gerne. Also dranbleiben auf unserem YouTube-Kanal und wir sehen uns wieder. Tschüss! Tschüss!